3, 2, 1, go! Hallo und ein wunderherziges Willkommen zurück zu Waiting for Rollercoaster Tycoon World. Ja, Rollercoaster Tycoon World ist immer noch nicht draußen. Wir spielen immer noch Rollercoaster Tycoon 3. Und, ich hatte eben schon versucht, eine Folge aufzunehmen. In der Folge hatte ich eigentlich hier dieses Aquarium gebaut. Hier ein bisschen schöner gemacht mit diesen Dingern hier. Hier ein Bazar und ein Zirkus hingebaut. Ja, und dann ist mein Audio kaputt gegangen. Aber macht nichts. Ich wollte jetzt eine Go-Kart-Bahn bauen. Hatte ich voll Bock drauf, nachdem ich ein Aquarium gebaut habe. Und das mache ich jetzt einfach auch mal. Wenn ich sie finde. Bewegungssimulator will ich nicht. Nein. Es gibt so viele Fahrgeschäfte hier drin. Das ist schon echt krass. Das auch nicht. Hier vielleicht? Ja, hier müsste es sein. Quadbike. Ich will aber richtige Go-Karts. Go-Karts. Da. Yeah. Und zwar wollte ich hier starten. So. Und dann wollte ich hier so eigentlich hochgehen. Und dann wie um Mario Kart, weißt du, dass du so eine Mario Kart-artige Strecke hast, in die du hier reinfährst. Dass du dann hier Mario Kart ein bisschen spielst. Finde ich eigentlich eine gute Idee. So, dann fahre ich jetzt erstmal ein bisschen tiefer. Nochmal. So. Dann mal hier so. Zick, Slalom. So. Einmal hier rum. Hier. Dann kleine gerade. Dann möchte ich hier genau eins weiter. So. Ich. Hier natürlich ein Zeltlein unter den Säulen. Damit Staub abkommen. So, weißt ja. Keiner will sich dreckig machen. Oder zumindest will es keiner geben. Oh, es gibt auch S-Kurven. So. Das sieht strange aus. Aber so. Dann noch hier so eine kleine Kurve. Zurück. Und dann. Dann raus aus dem Mario Dash. So, dann erstmal Zaun rum. Am besten einer der. Warte mal, wie sieht der aus? Alter, ich verstehe das noch. Bisschen Cartoony aus, weißt du? Gamer. Hat ja hier Mario Kart immer so diese begrenzten Streckenansichten, die nur ein paar Meter weit gehen. Also der S8 hat nur hier, da kann ich nicht viel zu sagen.
Freund. It's me, Mario. Das habe ich mit und zwar ziemlich gut Mario Bros. Das rauskommen. So. Fragt, ob ich für das Level mal eben mache. Was ich aus einem bescheuerten Grund ziemlich gut konnte. Und dann immer alle, ey, dann kannst du hier gehen. Ey, Lena, ey, Don, ey, ey. Ja, was? Ey, helf mal. Womit denn? Ja, ich schaff dieses Level nicht, Penner. Ja, und wieso nennst du mich dann Penner, wenn du Hilfe willst? Ja, weil du bist. Einfach. Ja, okay, komm. So lief das dann im Ungefähr immer ab. Nur, dass ich da mit war und ja, eigentlich Penner zueinander gesagt haben, außer wir haben gerade irgendwie ein bisschen Streit gehabt. Aber das kennt ja heute keiner mehr. Mal nicht einfach so beleidigt. So. Hier muss eingewahrt werden, ne? Einwahren ist immer wichtig. Kann ich. Oh. Oh. Dann mache ich hier einfach so. Dann hatten die ja auch immer noch hier so zwischen den Strecken irgendwo so Begrenzungen, damit man nicht abkürzt, ne? So. Mach ich mal hier. Und hier will ich eine kleine Tür rein. Nehmen wir hier das Kühltool. So. Komm, mach mal ein bisschen hier Action. Rein. Und dann wieder abflecken etwas, ne? Sonst sieht's ja hässlich aus. Hier anpassen. Möchte ich die Spitze weiß ansprühen, dass man da so ein bisschen hier weißt du da so ja weißt du weißt was ich meine so ein bisschen dann hier Bäumchen, Blümchen zum Beispiel Tülpchen, Tulpen. Strecken gibt es da ja immer. Alle total schrecklich finden. Schrecklich und alle anderen finden die super, keine Ahnung. So. Genau. Hier so ein bisschen Tulpenbeet, ne? So. Da geht dann einmal das Tulpenbeet. Hier ist dann Rosen, Zickzack. So, bisschen schön Rosen, ne? Heißt ja, würden Rosen da stehen. Außer sie hassen dich. Dann schon. Dann ein paar kleine Bäumchen und Sträuchlein. Was mache ich denn hier? Kiefern hin. Die wollte ich denn machen. So. Mal gucken, was haben wir denn noch? Pandora-Pflanze. Nee, die passt nicht. Großer Haselnuss. Das ist schön. Dann ein paar von. Dann hätte ich gern noch
Asche. Na, Asche Schaden. Eschen Schaden. Also mir hat bis jetzt noch keine Esche geschadet. Würde ich mal so behaupten. Ganz dreist. Linden. Gibt es hier eine schöne U-Bahn-Station? Linden. City, bisschen Endbaum. Dann, was natürlich nicht fehlen darf in jeder Szenerie, egal welcher. Und darf ein T-Rex. Wo ist er? Mehr T-Rex. Ich krieg dich noch, T-Rex. Hier, Tyrannosaurus Rex. 45 Grad Ausrichtung. Genau. Einfach weil ich es kann. Der ist also völlig out of order. Also außerhalb seines Themengebietes, aber scheiß drauf. Der macht, was ich sage. So. Was können wir hier noch hinstellen? So ein bisschen. Gelber Busch. Nicht hier gerade hier oben. So. Ich glaube, hier mache ich da kleine. Das ist ja eine Viertelkache, wie schade. Nee, wenn es keine Viertelkache ist, macht das ja. Oh. Nein, meine Kiefer. Egal. Wo sind die Viertelkachelbüsche? Kleine Hecke. Ah. Wie gemacht. Für. So. Den Hecken hinter Hecken, 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 Hecken nach. Was kann ich noch machen? Zombie-Formschnitt. Davon mache ich auch einen hier rein, einfach weil ich kann. So. Genau. Und zu guter Letzt fehlen noch Eingang und Ausgang. Eingang nehme ich mal hier. Rostige Erzeug. So, dazu muss ich hier mal ein bisschen kaputt machen. Dem hier. Und den Ausgang würde ich auch gerne verbinden mit. Ja, das nehme ich mal hier. Schade, ob ich den Blumenkasten, den ich wunderbar dahingesetzt habe, aber kann man nicht. Dann einmal 20 Wagen. 16 Wagen nur. Einmal. Das hier. Ich würde die Zahl auf 2 schalten. Oder. Ne, 3. So. Fahren wollen. Weil ich abgegeben. Weiterziehen. Jetzt zum ersten. Bitte, wer bietet mehr? 3 Plätze. Plätze. So. Coole, letztes Gebot. Damit? Ja, geht. Ab.
Los! Wobei. Es geht los. Und das Baumpiste und dann rein ins Land und ins Bodenland. Am Berg ist so gehackt mit dem Ding rechts der Federplatte ist runtergegangen. Und die S-Kurve. Ja, und so ist das Hülkenweg. In die Station und in die zweite Runde durch den Tunnel rein in Schengen an nach rechts und durch die Baumallee des Hügels, der hat trotzdem das Spiel genannt wird in das große Tal. Zweite, jetzt Platz durch die Heckenallee am Tyrannosaurus vorbei oder knapp unter der Brücke hindurch und wir sind immer noch mindestens 5. Platz. Werden wahrscheinlich Katzen werden, wenn sie drin. Kombischnitt und durch das Schulzbeet. Das ist ein spannendes Rennen unter Bachkastein. Gucken, wir sind. Bitte. 2, 4, 6. Ja, 7. Scheißleitung bei uns. Danke John, das war die Live-Berichterstattung des ersten Go-Kart-Rennens in diesem Park. Und kommen auch schon die letzten Nachzügler an. Genießen ihr Leben und die schöne Aussicht auf der Strecke. Und doch, das wird sie nicht zum Sieg bringen. Der einen Sieg auf anderer Ebene erreicht. Dafür ist einschalten und schauen Sie sich das nächste Mal. Jetzt eine Go-Kart-Operation gewesen. Ach, ich weiß, ich bin so im Beruf. Hardcore. Tier Hardcore. Ich glaube, ich baue hier noch ein. Wo ist denn dieses Bilder? Ich baue hier einen eigenen Stand. Eigener Stand. Was kann man hier kaufen? First Card. Für. Ihr wisst doch immer, diese total überteuerten Fotos, ne? 5 Euro die Postkarte. Oh, ich da oben. Dann oben. Folge. Mal gucken. Aus Holzständer. Schöne Holzständer. Da ein. Da lade, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht mal wieder in den. Schon, bis dann.